Ich bin Ray Gettner, ich bin Schlagzeuger, Musiker, Künstler und Lehrer. Guck mal, das kannst du da einfach schieben. Das Beste an meinem Beruf ist, dass ich größtenteils machen kann, was ich will, sehr frei in meinen Entscheidungen bin und jeden Tag unterschiedliche, verschiedene schöne Sachen erleben darf. Ich habe ein schönes Leben, aber ich habe nicht immer ein lockeres Leben, weil zum Musikerdasein weitaus mehr gehört als nur schöne Konzerte spielen und ab und zu Schüler unterrichten. Organisation, sehr viel Disziplin und sehr viel Kontrolle. Ich bin mein eigener Chef und muss aber auch jeden Tag für mich selber verantwortlich sein und zusehen, dass alles läuft. Vieles ist unsicher am Musikerdasein. Kommen genug Jobs rein, kommen genug Konzerte rein, kriegt man genug Schüler, verdient man genug, kommt man jedes Jahr wieder neu über die Runden. Das sind jetzt keine alltäglichen Sorgen, aber es sind Sachen, die einfach ganz normal dazugehören. Mein Name ist Christian Bethke, ich bin Tontechniker und arbeite im kleinen Tonstudio hier in Mannheim. Ich bin damit aufgewachsen, habe immer schon meinem Opa bei kleinen Jazzaufnahmen zugeguckt und mitgemacht. Und ich bin ein sehr sozialer Mensch, mag eben den Umgang mit Menschen und ich mag eben auch die Technik. Und es war der einzige Beruf, den ich kann in der Zukunft, im Alter machen will. Was alles andere habe ich probiert und ist nichts für mich. Das hier ist das Altec 175, original gebaut in 1951, wurde für Sprecher konzipiert. Mittlerweile ist es eher ein absolutes High-End-Mikrofon für Snare-Drums. Ich interessiere mich sehr für altes Equipment, gucke eigentlich täglich, ob es auf dem Markt irgendwie was Interessantes gibt. Kaufe eben Sachen, die auch eine vernünftige Funktion haben und eben nicht nur in der Ecke rumliegen. Was mich interessiert, sind Sachen, die speziell klingen, eigen klingen. Sie können auch mal kaputt klingen, das ist mir egal, es geht eben nur um Charakter. Das hier ist ein Mikrofon von Coles und ich habe es von der BBC quasi erworben. Man munkelt damit, die hätten auch die Beatles aufgenommen, aber man weiß es ja nicht genau. Ich würde mein Leben für dieses Mikrofon geben. Hallo, ich bin Angie Taylor. Ich mache Musik, elektronische Musik, Minimal, Tech House, Techno. Ich spiele Sachen live und mix das mit DJ-Kram und baue da draus einfach so ein Konstrukt, das jedes Mal ein bisschen anders klingt. Fertig, los! Willkommen in meiner Höhle. Kommt rein, da schreibe ich dann die Songs. Und dann haben wir hier The Pink Chamber. Also mein Beruf ist Musikerin. Ein Gemisch zwischen Büro, Handwerker, Künstlerin ist man in dem Moment oder bin ich in dem Moment, wo ich Sachen produziere, wo ich Songs schreibe oder in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe. Wir hatten ein bisschen Stau und sind gerade noch in eine Polizeikontrolle geraten, aber ich glaube, ja, wir haben jetzt 20 vor 12, ich denke, dass wir es so auf 12:30 schaffen werden. Können wir los? Das Schöne an der Band ist, sie ist immer da. Das Beschissene an der Band ist, sie ist immer da. Kommt ihr? Gesammelt habe ich eigentlich schon immer. Mein erstes Stück habe ich nicht mehr, aber es ist eine Roland 808 Drum Machine gewesen. Die habe ich dann aber irgendwann veräußert und mir ein Mikrofon dafür gekauft. Ich bin sehr gerne in der Nähe von meinen Sachen, weil sie mich auch inspirieren. Mein Equipment ist für mich und für meinen Beruf das Allerwichtigste, auf das ich sehr, sehr, sehr viel Wert lege, was ich ständig pflege und was auch gewartet werden will. Also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn mir die Sachen abhanden kommen oder irgendwie kaputt gehen oder irgendwie auch in Flammen aufgehen oder sowas. Das wäre für mich das Worst Case. Jetzt kommen wir aufs Thema Versicherungen. Hast du? Also ehrlich gesagt ist so eine Sache mit der Versicherung, ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Und dann ist es auf eine gewisse Art und Weise vielleicht schon ein schwer zugänglicher Punkt, weil man sich genau überlegen muss, was will ich eigentlich, was kriege ich im schlimmsten Fall zurück oder halt auch nicht und was entspricht meinen Bedürfnissen. Ich hatte schon Albträume wegen sowas. Die Vorstellung hier irgendwie reinzukommen, die Sachen sind weg, die uns gehören. Also sehr spezielle Dinge, die man lange sucht, kannst du nicht einfach jetzt um die Ecke wieder kaufen. Wenn mir mein Bass geklaut werden würde, das ist sowas ganz Persönliches, den gibt es nicht nochmal so. In meinem Fall würde ich jetzt Mikrofone zum Beispiel versichern, Bandmaschinen versichern, Mischpulte versichern. Mein Laptop, mein Interface, mein Kopfhörerverstärker, mein In-Ear-Hörer. Dass das Equipment am Veranstaltungsort versichert ist. Brand auf jeden Fall, Diebstahl vor allem, ja, Wasserschäden, eben Rohrbruch ganz schlimm. Also ich meine, das ist meine Existenz, ich muss das irgendwo abgesichert haben. Es ist doof, wenn man nicht vorgesorgt hat. Und das bisschen Geld rentiert sich schon. Ich habe jetzt so Lust, mich zu versichern, Mann.